Grüezi miteinander. Haben Sie gewusst, dass die ETH Zürich jetzt auch einen Social Media Professor hat? Es ist der Christoph Stadtfeld und er soll sich an der Hochschule mit der Dynamik und Entwicklung von Facebook und Co. auseinandersetzen. Das ist nur eine der verschiedenen News, die Sie diese Woche auf netzwoche.ch lesen können. Was ist sonst noch gelaufen? Cyberkriminelle haben Daten von rund 9 Millionen EasyJet-Passagiere gestohlen. Es sind E-Mails und Reiseinformationen entwendet worden. Womöglich sind die Daten aber gar nicht das Ziel der Angreifer gewesen. Vielmehr könnte es darum gegangen sein, Firmengeheimnisse von EasyJet zu stellen. Auch die Contact Tracing App vom Bund hat diese Woche wieder zu reden gegeben. Amnesty International, die digitale Gesellschaft und der Konsumentenschutz haben zur Corona Tracing App offiziell Stellung bezogen. Die App sei kein Albtraum, schreiben sie. Trotzdem gäbe es noch viele offene Fragen, zum Beispiel zur sogenannten freiwilligen Quarantäne. Alles, was die Schweizer IT-Welt in dieser Woche sonst noch bewegt hat, finden Sie natürlich unter netzwoche.ch. Und wenn Sie News täglich direkt in Ihr Mail-Postfach wollen, dann abonnieren Sie doch unseren Newsletter unter www.netzwoche.ch/netzticker. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und auf Wiedersehen.